So, jetzt sind wir im Nether angekommen und was sehe ich direkt? Lecker Gold. Müssen aufpassen, wenn wir das Gold abbauen und sozusagen so ein kleiner zweiter Block kommt, dann ist eine Explosion gezündet. Oh, au, au, au. Kann ich ins Feuer reinfallen, damit dass wir brennen? Oh, dieses Gold muss ich aber mitnehmen. Gold ist Gold. So, wir haben Glück. Wir sind hier aus dem Nether rausgekommen. Oh, warte mal. Machen wir definitiv Waypoints at Nether Portal. Kihi. Smiley. So. Das machen wir. Ja, blau. Blau, blau, blau. Wir machen das komplett blau. Das kann man gut sehen. So. Dann nehmen wir hier ein Nether Portal. Oh, guck mal hier. Was haben wir denn hier oben? Hier ist. Das springt uns ja schon direkt entgegen. So. Nehmen wir einiges mit. So. Kann man dann zum Beispiel gegen Kohle tauschen, Redstone etc. Glowstone ist nämlich, glaube ich, mehr wert. So, 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 so. Kaputt, kaputt, kaputt. Auf alle hier kaputt machen. Ne? Außerdem können wir dann vielleicht so ein bisschen... Oh. Cool, hier oben ist ja noch mehr Gold. Yummy, yummy, yummy. Ich sehe sehr viel Gold. Wenn es da oben explodiert, interessiert es uns nicht. Persönlich. Weil die Explosion kommt ja nicht nach unten. Die müsste ja oben eigentlich sein. Da. Oh, ho, ho. Jetzt ist es da oben explodiert. Und? Vielleicht war das irgendwie nur so feurig hier überall. Oh, Mist. Jetzt habe ich einen großen Fehler gemacht. Ich habe meinen Diamant-Pickaxe mitgenommen. Egal. Ich denke, wir werden jetzt hier nicht sterben einfach so. Und schnell weg. Oh, wow. Genau. Und ich habe noch gesagt, wir werden hier nicht sterben. Au. Gut, dass wir so lange wir peaceful... Au, au, au. Eingestellt sind, nicht von dem Feuer sterben, dass es ausgeht. Nether-Rack behalten, also Lapis Lazilio gibt es im Nether. Interessant, muss ich gar nicht. So, jetzt gehen wir hier hoch. Wir haben schon 12 Gold-Nether sozusagen. Das ist cool. Noch eine hoch. Hier an die Seite. Also der Nether ist definitiv besser als den alten, den wir hatten. Da mussten wir noch für den Glowstone ein bisschen herumgehen. Hier haben wir den direkt über unserem Tor sozusagen. Bam. Bam, 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 bam. Bam. Da kommen wir noch nicht hin. Da kommen wir auch noch nicht hin. Schön, schön, schön. Da können wir schnell wieder raus gleich und den Philosopher's Stone bauen und dann schon mit dieser Transmutation alles anfangen. Plus zu dem, was wir hier an Fuel haben, könnten wir sogar fast schon ein bisschen erweitert bauen. So, ich überlege gerade. Den einen Diamanten müssen wir umbauen, ja. So. Also, jetzt gehen wir wieder hier runter, runter, komm. Den Glowstone brauchen wir nämlich. So. Und jetzt gehen wir mal wieder zurück. Denn ich werde jetzt so schnell wie möglich euch zeigen, was alles möglich ist. Wow. Komm, dann nehmen wir direkt mal einen Marble mit, den können wir dann umwandeln. Ich glaube, Marble ist auch nur ein Wert. Ja, EMC1. Das heißt, wir können einen Steinblock oder Dirtblock gegen Marble eintauschen. So. Wie geht's denn hier voran? Oh, alles geschafft. Oh, wie weit ist er denn schon aufgeladen? Guck mal. Och ja, ein bisschen hat er. So. Jetzt überlegen. Wie mache ich das am besten? So. Wir bauen uns erstmal jetzt einen Philosopher's Stone, das heißt. So, wir brauchen unsere zwei Diamanten, wir brauchen den Glowstone, wir haben den Redstone schon bei uns. Ja, damit gehe ich direkt bestimmt nicht mit meinem in meinem Holzhaus herum, sondern brauchen wir noch dieses Obsidian, das haben wir, das haben wir, das haben wir. So, wir bauen uns jetzt den herum. So. So, der Philosopher's Stone geht aber auch, indem ihr das, glaube ich, umdreht. Genau. Der Philosopher's Stone geht auch, wenn ihr das umdreht. Das ist egal, ob ihr jetzt im Kreuz Redstone habt oder im Kreuz Glowstone, das ist gleich.
Was ihr aber auch machen könnt, das ist auch so ein kleiner Trick, den kann man mit dem Philosopher Stone machen. Wir nehmen mal hier zwei Copper. Tu mal ein Copper hier hin und den Philosopher Stone hier hin. Oh ne, klappt nicht mehr. Also früher ging es noch, wenn man hier zwei Copper nebeneinander gegeben hat, konnte man den in Iron verwandeln. So, jetzt brauchen wir Clean Stone. Nehmen wir nicht komplett, bitte. Oder geht's auch mit dem normalen? Das hier. Außenherum das. Wo ist Stone? Da. Notfalls muss ich den einschmelzen. Komm her. So. Ich glaube, das ist für Stone in der Mitte. Den außen, oder? Da. Ne, Clean Stone brauche ich. Gut, Clean Stone haben wir nicht. Müssen wir uns machen. Ach komm, mache ich den mal schnell hier. Eine Kohle rein. 1, 2, 4. Ach ja, gut, wir brauchen eh mehr, da wir uns noch diesen Kompressor bauen möchten. Warten wir kurz die Zeit. Wow. Nicht verlieren. C können wir craften, wollen wir aber noch nichts. Machen wir hier mal alles rein. Diamanten brauchen wir noch, den Rubin tun wir mal da rein. Dieses Tungstenor, damit sieht man jetzt 16.000 ist einer, sind immer zwei Diamanten, wir haben 7, sind 14 Diamanten. Ja, und wir müssen, haben wir hier noch ein Holz, wo ist unsere Holzkiste? Das müsste Holzkiste sein. Ne, wir haben keinen richtigen Wood. Geh jetzt mal raus, punch mal einen Baum, damit wir Wood bekommen. Hey Baum, nimm das! So. Unsere kleine Nebengarage hier. So, jetzt tun wir da das rein, damit wir die Charcoal bekommen. Steine haben wir. So, wenn man, glaube ich, in den Extractor haben wir das jetzt. Was haben wir das? Hier, Ticket Stuff ist hier drin. Jetzt gucke ich mal, ob es hier in dem Extractor war. Bei dem Macerator. Ne, da muss es im Extractor sein. So, jetzt haben wir eine Charcoal. Nehmen hier wieder die Steine. Das schmelzt sich gut ein. Komm, tun wir noch ein Stückchen Kohle rein, damit er doch fertig wird. So, dann machen wir das jetzt mal so, so. Plus die Charcoal, sind diese Dust. Brauchen wir ein Metall und einen Redstone. Oh, haben wir sogar. Ein Metall, Redstone. So, den Diamanten behalten wir, den brauchen wir ja noch. Danach können wir den auch darin verwandeln. Weil den brauchen wir für die erweiterte Werkzeug. Da wir jetzt direkt so viel Sachen haben und mit dem Diamanten eigentlich ganz gut umgehen können. So, gut, bauen wir uns mal jetzt den Tisch. Philosopher Stone in die Mitte, der Stein so und Obsidian außen herum. So, also Table, dann machen wir so einen Netherblock. Also Philosopher Stone kommt raus. Machen wir den hier hin. So. Bringe ihm direkt den Diamanten bei, den wir jetzt nicht haben, obwohl wir bringen dem auch das hier bei. So, hat er gelernt. Kann er das hier lernen? Nee, kann er nicht. Kann er den hier lernen? Nein, aber das hier. Hat er gelernt. Hat er gelernt. Kohle. Hat er gelernt. Sticky Ding. Hat er gelernt. Marble. Hat er gelernt. Glowstone hatte schon gelernt, dann hier diesen Dust gelernt, Stone an sich lernen, Obsidian haben wir ja schon, Netherrack, so, Sticks, Inksack vielleicht, ist auch ein bisschen wert, so. Man kann jetzt so einstellen, wenn ihr jetzt irgendwas hier verbrennt rein, etc., sagen wir hier, ja, tun jetzt die, verbrennen jetzt hier die Steine rein und dann wird das angezeichnet. Und wenn ihr hier etwas in die Mitte hinlegt, wird automatisch gezeigt, hey, hier habt ihr das, was ihr sozusagen haben wollt. Weiß jetzt nicht, komm, lerne ich das auch direkt und nehme mir daraus den ganzen Marble. Na, was heißt Marble? Ich hole mir einiges an Marble hier raus. So, tun wir den mal hier in die Mitte. So, dann bauen wir mal unsere Garage hier zu Ende. Unser Nether-Portal steht. Vielleicht gehen wir noch mal in den Nether, mal gucken. Je nachdem, wie abenteuerlustig wir sind.
vor, jetzt bauen wir die zu Ende, dass das hier abgeschirmt ist und sicher ist. Wir haben 3 und 3, ja, ist gut. So. Das Wichtige ist jetzt, was wir mitbringen müssen, ist das Tungsten-Ohr und der eine Diamanten, damit er lernt, was ein Diamant ist. So. Gelernt, ein Diamant. Wir wollen hier nur Diamanten haben. Geht natürlich nicht. Jetzt verbrennen wir hier einfach dieses Tungsten-Ohr komplett. Holen uns daraus die ganzen Diamanten. So. Seht ihr, wie viele Diamanten wir hier haben? So, jetzt brauchen wir für den letzten Staub natürlich. So, nehmen wir mal diesen Cleanstone hier raus und bringen den dann immer auch mal bei. So. Kann man nämlich dann direkt immer hier diese ganze Energie in den ganz normalen Stone verarbeiten. Dass wir nicht mal in diesen Cobblestone gehen, sondern direkt in den Stone. So, dann verarbeiten wir das jetzt direkt mit der Kohle zu dem besten Staub. So. Ein Stick. Zuerst mal grün machen. Dann türkis machen. Dann blau machen. So. Jetzt als nächstes der Inksack. Brauche ich den überhaupt? Für ein Buch könnte ich den gebrauchen. Wo ist diese Mischmaschkiste hier? Ja, kommt da rein. Sieht jetzt eigentlich hier energietechnisch aus. Ich will mein Gold haben. So, gebe ich hier mein Gold rein. So. Jetzt bringe ich euch das geilste Item überhaupt bei. Das ist zuerst mal. So. Suchen wir Alch. Da. Wir müssen zuerst mal so eine Alchemiekiste. Dafür brauchen wir Iron Ingots, eine Chest, Cleanstone und halt einer von diesen, jedes ein von den Staub und halt einen Diamanten. So, das sind Iron Ingots haben wir. So, ach, wir haben keine Truhe. Bauen wir uns eine Truhe? Ja, komm, wir bauen uns eine Truhe. 8 Stück brauchen wir dazu. Unser Inventar ist ein bisschen überfüllt. Warte mal, das tun wir hier rein. Zwei Diamanten lassen wir hier. So. Den Glowstone, das tun wir mal alles weg. Den brauchen wir noch nicht. Wir können aber auch hier in die Kiste rein. 2 Iron Ingots brauchen wir. Den Rest brauchen wir auch nicht. Redstone kann hier weg. Copper Ore, so, okay. Ist egal. So. Wir machen das. Klicken hier drauf. Aber zuerst mal brauchen wir hier. So, die Kiste, die kommt hier hin. Der Diamant kommt hier hin. Der Cleanstone kommt dahin. Hier und dann hier kommt der Staub. Hier kommt der Staub. Hier kommt der Staub. So, wir haben eine Alchemiekiste. Was macht diese Alchemiekiste? Ja, wenn man jetzt guckt, die sind so groß, wenn wir die Alchemiekiste hier hinstellen, die ist so groß. Also, oh, da passt einiges rein. Und, es ist nicht zu leugnen, da passt einiges rein, sonst müssen die hier mit kaputt machen. So, jetzt suchen wir den Energiekondenser. Dafür brauchen wir 4 Diamanten plus 4 Obsidian. So, das heißt, wir müssen irgendetwas in Obsidian umwandeln. Ach komm, wir können jetzt diesen Dust, den wir ja nicht mehr brauchen, einfach mal hier so ein bisschen verpulvern. Nämlich Obsidian haben, hier so in die Mitte. Brauchen wir 4 Stück. 4 Stück. 4 Diamanten, dann müssen wir uns noch einige nehmen. 1, 2, 3. Diese Alchemiekiste. Das war's. So. Jetzt gehen wir mal hier ran. Wir wollen die bauen. So. Wir tun die Alchemiekiste hier rein. Das Obsidian hier an die Seite. Und unsere 4 wertvollen Diamanten rein. Und was haben wir? Den Energiekondenser. Das stelle ich hier hin. Diese Kiste ist das Prachtstück der ganzen EMC-Mod. Denn wir müssen uns immer einen Diamanten übrig lassen und gehen den hier oben hin. Das heißt, alles, was wir hier reingeben an Energie, sagen wir hier, das ist 8 wert, ladet den jetzt um 8 auf, wird dann automatisch in Diamanten wiedergegeben. Also ist es eine verbesserte Version von dem, weil hier kann man nicht alles verbrennen, wie zum Beispiel Uranium, kann man, erkennt es ja nicht. Hier, wir nehmen jetzt mal ein bisschen Uranium. Oh, hier. Können wir nicht hier reinsetzen. Nehmen wir aber dieses Uranium-Ohr, geben einmal hier rein, zack, zack, ein Diamant. 2 Uranium-Ohr, ein Diamant. Ist das nicht toll? Zack, dann können wir den Diamanten einfach so rausnehmen und benutzen.
Und das ist nämlich das Schmuckstück, was man machen kann. Ich weiß jetzt nicht, kennt ihr die Maschinenblöcke? Nein, aber kennt ihr vielleicht Refined Iron? 2, 4, kann ich das hier oben reinnehmen? Ja. Dann kann ich hier zum Beispiel... Ach, gar nicht, der kennt das gar nicht. Aber ich kann hier... Mist, also die Industrial Craft Sachen kennt ihr leider nicht. So, Gold Ore. So. Also das ist hier die Mutter der Kisten überhaupt. Ich tue mal immer den Diamanten oben rein, weil das halt das Wertvollste ist. Weil hier ist ja auch Unterschied, du kannst kein Glowstone eintauschen dafür, weil das Fuel ist. Hier nehmen wir einfach mal Glowstone rein, hier. Wir haben 1 Tag Glowstone und bekommen, also für 1 Tag Glowstone bekommen wir, glaube ich, 3 Diamanten. Fehlen jetzt noch 2. 2. Da. 3 Diamanten für 1 Tag Glowstone und man hat ja gesehen, wie schnell wir diesen Stack schon hatten. Und den Diamanten kann man dann halt für alles andere eintauschen, was man haben möchte. So. Wir wollen aber natürlich jetzt was anderes. Wir wollen unsere Maschine erweitern, denn die Stromproduktion ist hier nicht die beste. Ich gehe mal hier hoch. 1, 2, 3. Wir haben hier an Strom. Es geht. Es geht, so. Boing, boing, boing. So. Bauen wir mal dann hier auch mal so ein kleines Dach oben drauf. Da fehlt noch ein bisschen. Aber das ist ja kein Problem. Wir können jetzt einfach Steine umtauschen. Brauchen wir die. Komm, nur Gravel können wir umtauschen. Genau, Gravel braucht Steine. Verbrennen wir und holen uns einfach Marble dafür. So. Ich glaube, die 7 Stück reichen, um das Dach zu vollenden. Ab. So. Dann haben wir hier eine kleine Garage, wo dann unser Tor drin ist. Knacks! So, bringen wir ihm auch mal das hier bei. Daraus können wir natürlich Diamanten gewinnen. Weiß ich jetzt nicht. Oh, ich lasse das mal zuerst mal. Wo sind unsere Sachen? Da. Tue ich mal die da rein. Man kann auch der jetzt das hier beibringen. So, dann hat sie das auch gelernt. So. Jetzt die Sache. Ich glaube, diese Dust-Dinger brauchen wir nicht. Die braucht man nur für diese Truhe. Können wir also alle hier reinhauen. Natürlich nicht so hochwertig, also wir bekommen jetzt keinen Diamanten raus. Man könnte diese 64 Dust, die man rausbekommt für den Diamanten, kann man halt benutzen, um den wieder einzutauschen, aber wir können hier auch Kohle reinnehmen. Und dann uns dadurch einen Diamanten holen, so. Wir sind einfach so großartig und man sieht 1000, also wenn wir 10 Stück davon reingeben, ist das auch ein Diamanten. Wir können uns jetzt eigentlich so reich wie wir sind, komplett alles aus Diamanten machen. Sogar Diamantenzähne in dem Sinn, aber pff, das ist ja schwachsinnig. So, ich überlege jetzt. Dass ich weiter an den Maschinen dann arbeiten werde. Also ich jetzt die Maschinen und die komplette Energieversorgung. Und ja, in der Richtung dann da weitergehen werde. Jetzt überlege ich mir gerade, was ich machen werde.